Jetzt haben wir Headshots gegen Los Canales. Schönheit. Los Canales im Schatten für mich. Los Canales im Schatten. Headshots. Headshots. Ist schon alles angesagt. Ich sag's direkt nochmal an für unsere Zuschauer mit der 6000er Leitung. 16. Ich bin mit der 6000er. Oh, wir haben 5 Zuschauer verloren. Was machen wir falsch? Schade, dass wir heute keine Kicks haben. Aber ich hatte hier noch was Feines. Seconds laufen. Würde sich auch in manchen Haaren gut machen. Ja. Der Breakout. Headshots, Innercan, Maya 2 nicht angekommen, Center, G1, Canaris von 1 auf Maya 2. Headshots in T-Pack 1. Canaris, Can, Maya 2, Center. Center von Headshot Signix. Headshot Maya 2. Snake, Canaris, M-Snake. Canaris T-Pack 2. Die Snake drüben von Canaris macht richtig Remi Demi da drüben. Die von der Snake geschossen. Und voll drüber. So, Center gegen T-Pack 2. One on one. Nein, Snake ist noch drin. Ah, stimmt, ja. Sorry. Die Snake weiß nicht, was ihr blüht. Yep, das war's. Für den Headshot-Spieler. Nein, G3. Lauft, Jungs, lauft! Ein schöner Slide. Erstmal mit Wechseln mit Quatschen an. Dann machen wir eine Weile. Mit dem so schöner Mann. So, Ranger startet, sag ich mal wieder. Jawohl. So. Wie ihr hört, haben wir ihn da. De España. Wenn ich jetzt hier selber schreibe, kann ich ja selber schreiben. Ja, ich bin aber über meinen Namen eingeloggt. So, Ende. So, gerade, wir hatten gerade Headshots, muss man fairerweise dazu sagen, starten mit einem hier Center-Spieler, der hat eine Knieverletzung. Auch erste Saison, no. Die ich glaube, sie haben letztes Jahr nur ab und zu mal Just for Fun gespielt, haben jetzt den Schritt in die Bezirksliga gewagt. Das heißt, gewagt ist genau das Richtige. Man sieht ja eigentlich, wenn ihr Centerspieler agiler gewesen wäre, dass da noch mehr gehen würde, weil Los Canales relativ defensiv war, bis auf den Move in die Snake. Aber schön zu sehen. So, ja. Jetzt haben wir als nächste Partie Farbe vor Talent. Ist auch ein klassisches, naja, was ist klassisch? Nee. War ein Fun. Nee. Kommt doch hier unten rechts, oder? Nee. Das sind die 8 Balls gegen Black Pearl. Genau, 8 Balls gegen Black Pearls. Schöne Partie. Black Pearls auch neu dabei, ne? Neu, 8 Balls auch, ne? Oder? Die 8 Balls haben schon ein paar Mal gespielt, weil sie sind schon aggressiv dabei, die Jungs heute. Das sind einige, die von Farbe von Talent kommen. Ah, okay. Und die Black Pearls haben dieses Jahr das erste Mal angefangen zu spielen. Also im Prinzip haben sie ein Jahr Unterschied bei den Teams. Ja. Und dafür ist genau die Bezirksliga gedacht, als Einstieg. Halten sich aber echt nicht schlecht, die Jungs. Also ja, ich glaube, halten gut gegen. Die Black Pearls haben schon ein Spiel gewonnen. Müsste ich da mal in Ruhe nachschauen. 10 Seconds laufen. So, mal gucken, 8 Balls, wahrscheinlich wieder aggressiv über die Tippies nach vorne. Schauen wir mal. So. Black Pearl, Maya 2. Black Pearl. Ken und Center. Oh, oh, oh. 8 Balls, Inner Snake, 2, Ken und Center. Aber alle Spieler noch alive. 3 gegen 3 heißt das sozusagen. Yep. So, wo ist die Snake? Ja, Snake rennt jetzt über die 50s, bleibt in der 50s im M stehen. 50M Snake. Center 8 Balls in Maya 2. Aber Black Pearls haben ja, sie jetzt gegen. In die. Schade. Ja, doch. G1. 2 gegen 2. 2 gegen 2. Oh. G2 bei 8 Balls. Oh, und one on one. Jetzt haben wir will genau aber beide. Nicht ausgehen. Doch, ja, Snake hat gegen den Center-Spieler. Und der Center-Spieler ja. Hat keine Ahnung. Schade. Aber man hat gesehen, die haben sie auch gut wacker gehalten wieder, die Jungs. Ja, es war mal schön. Einer gegen einer. Gegen ja. Einer raus, gegen einer. Jetzt ist nur die Frage, ob der Snake-Spieler das überweist. Die Zeit tickt. Tick-Tack.
Bei den 8-Boards sind auch über zwei Engländer dabei. Achso? Hm? Ja, das hat man schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Die unterhalten sich halt primär auf Englisch. Ja. Guck mal, wie Elmar Fatt. Wo ist der Hase? Es ist kein Hase mehr da. Ja, schön gemacht. Ja. Gab aber hey, guck mal, er ist sich noch nicht sicher. Nee, es läuft. Ja, ist okay. Nicht mitten durchs Feld, sondern sucht's ab. Wäre natürlich noch besser in dem Fall, wenn er sich nicht sicher ist, Flinte nach oben, Bogen laufen, außenrum. Aber wunderbar. Nice. Punkt für die 8-Balls. Schön, schön, schön. Ja. Nächstes Spiel, Farbe vor Talent gegen Paint of Youngblood. Gut. Farbe vor Talent ist im Prinzip ja auch aus 8-Balls, Leute. Ja. Und AOP Youngblood. AOP ist eigentlich auch... Nee, Paint of. Paint of halt. Auch das Nachwuchsteam von Paint of halt. Nicht verkehrt. Haben heute schon sehr nice Moves in die Snake gebracht mit einem Superman drüber. Sind gut dabei, was das angeht. Haben schon eine gute Show abgeliefert auf jeden Fall. Mal gespannt. Ja, generell. Wie viel Grad haben wir? 28, gerade 28 Grad? Nee, unbedingt nicht. Nee, jetzt 25. Heide Witzka, 25 Grad. Also ich fühle mich hier wie im Backofen bei 180 Grad. Hier, der Benjamin hier vorne, der Junge in der Mitte, ist echt ein guter Snake-Spieler, flink gerissen. Auch flink genug. Echt nicht schlecht. Ich bin sehr überrascht, dass die bei dreimal sehr oft schon immer in die Snake rennen. Ja. Beim Break. Also ich bin mal auf den morgigen Tag echt gespannt, weil es fällt viele Blindshots. Große Schatten der Deckung kann man ausnutzen. Macht Spaß auf jeden Fall. Okay, die Snake dieses Jahr wird nichts für mich. Ach, cool, das neue Layout Bitbook ist ja schon wieder völlig anders. Ja, nee, ich meine von der Höhe der Snake. Nein, das ist auch flacher denn. Müsste eigentlich dann sein. Okay, Game On. Gleich. Und zwar jetzt. So, Farbe vor Talent. Oh, mit 3. Maya 2. 3 gegen 3 noch da. So, da kommt wieder der Snake Move. Mit mir at First Rain von Paint Off. Liegt schon in der Snake 4, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja. Wird aber ordentlich beschossen von Maya 2 von Farbe vor Talent. Center und Ken bei Paint Off noch besetzt. Ken jetzt auch bei Farbe vor Talent besetzt. Und T-Pack 1. Ja, schön, Farbe vor Talent bewegt sich wenigstens. Ja. Drückt auch schön den Snake-Spieler runter. Ja. Sehr schön. Ah, T-Pack 2 jetzt. Ja. Er muss aufpassen, natürlich der Dorito-Spieler, wenn ich den Snake-Spieler was abkriegt. G1, Farbe vor Talent. Und jetzt geht 2. Jetzt nur noch die Ken bei Farbe vor Talent. Ja. Oh, oh, ja. Da hat es den letzten von Farbe vor Talent erwischt. Aber man muss sagen, schöner aggressiver Move wieder in die Snake von Paint Off. Ja, das ist erstaunlich. Quer über das ganze Feld rein. Und die anderen zwei Spieler haben sich sozusagen fast gar nicht mehr bewegt. Ja. Auch hier wieder gut zu sehen, dass Farbe vor. Nein, das sind der Paint Off. Paint Off Youngblatz. Mhm. Gehen gleich zu Base, falls er. Jo. Baseläufer, der die Fahne geholt hat, getroffen wäre. Wurde noch einer ausgecallt? Ja, ja, einer noch, scheinbar. Ja, sicherheitshalber hinlaufen ist nicht verkehrt für einen Rehang, haben wir heute oft genug gesehen. Da ist zwar bereit standen, aber es nicht mitbekommen haben. Und wird noch gecheckt. Einer ist auf jeden Fall clean, der zweite auch. 2 plus für Paint Off. So, denkt dran, gebt eure Tipps ab für den Tagesgesamtsieger. Schreibt es uns. Oh, das wird heute schwer. Wir nehmen es an. Könnt ihr auch noch auf die Smoking Ball. Wie war die Adresse? Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Warte kurz. team@smokingballs.de. Tipp hinschicken. Pseudonymnamen, Adresse plus richtigen Namen. Den Tipp dazu. Und dann kriegt ihr ein Gewinnpaket. Ein geheimes. Supported by Paint Supply. Was ihr euch denn abholen könnt. Oder es wird euch zugeschickt. So, guck mal, AOP haben neue Jerseys. Ne? Ja. Aber haben die anderen auch? Oder ist das Smoke, nee, das ist AOP komplett neu jetzt. Das komplett, ist auch für Youngblood, ja. Smoking Board von links. Aber mein Gott, der Berliner Wappen und den Brandenburger. Ja, beißt sich ein bisschen, ne? Ja, das sind groß. Ja, mein Gott. Ah, wird nochmal Luft von Deckung abgelassen. Ja, das ist. Heute ist echt brachial. Also, ich hoffe, dass es nicht noch wärmer wird. Ja, morgen soll es aber ein bisschen bewölkt sein. Temperaturmäßig soll es gleich bleiben. Also über Nacht könnte es ruhig so einen kleinen Schauer geben, finde ich, zum Abkühlen. Ja, dazu muss man natürlich auch bei den Temperaturen sagen, wir sitzen hier halbwegs noch im Schatten und die Reds stehen den ganzen Tag in der Sonne.
machen einen Granatenjob. Ja. Sehr, sehr gut. So, was sagst du denn zum neuen Tower hier? Also, haben wir schon oft hier noch gelobt, das Ding ist echt angenehm, vor allen Dingen die Treppe ist genial. Da hast du nicht mehr die Catwalk, Gefahr. Catwalk. Ja, da kannst du nur hochstolzieren. Vor allen Dingen, das Gute ist, du kannst nicht einfach mehr durch die Luke runterkrachen und wechseln, ja. Wirklich sehr angenehm, auf jeden Fall. So, 10 Seconds. Smoking Balls. Sieht nach einem Run ins M aus und ein Doppelcenter. AOP will es breit machen. Doppelcenter, Run auf die Cam bei Smoking Balls und zweite Cam besetzt. Probleme aber mit dem Marker in der Frontcam. So, Tippy Corner AOP besetzt. Center und Maya 1. T-Pack 1 bei Smoking Balls. So Leute, gebt mal ein bisschen Stoff hier. G1 bei AOP Center erwischt, nur noch Maya 1 T-Pack Corner. Smoking Ball switcht von Center. Spielen schön langsam auf. Oh, 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 jetzt ran über die T-Pack. Sehr schöner L-Drill gewesen. Ja. Schön eng rumgelaufen. Oh, 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 da hat er aber am Arm. Oh, jetzt kommt der Run through. Oh, das gab auf die Rübe. Wo denn? Ja. Das gibt Kopfweh. Richtig Kopfschmerzen. Das wird eine Beule. Ja, die sind irgendwie auch im Fresskoma, die Jungs im Chat. Wobei extrem witzig ist, er hat ihn doch selber eingerannt, wa? Ja. Also er hat es eigentlich selbst verschuldet, dass er da mal ein bisschen... Ja, wenn er einen Kopf runternimmt, dann ist ein Problem, ja. Man sollte das Haupt da oben lassen. So. Smoking Ball 2 unbreakt zum Checken. Auch schön. Hat der Marshall jetzt zu tun. Dem ist auch schon so warm, dass er das Jersey hochkrempeln musste. Genauso wie Kevin hinten, der sich gerade Richtung Schatten sehnt. Also echt Respekt, ich habe das selber schon durch bei so einer brütenden Hitze. Du hast natürlich ein bisschen was an. Ey! Mann! Müssen wir die Leute vom Tower schmeißen? Ich glaube schon. Ich höre. Ich muss einschalten, ne? Ich höre. Jetzt mal bitte Jakob Antwort auf seinen Laptop eingeben, weil ich möchte Scoresheets schreiben. Ah. Krieg ich hin, ich komme. So. Bis gleich dann wieder, ne? Gut. Primo verlässt uns kurz, um das Scoreboard zu aktualisieren dann. In der Zeit sehen wir hier Awesome Sunshine Players, die ich heute nur auf der Sonnenseite gesehen habe, gegen die Cottbuser Wölfe. Von rechts. Oh Leute, tippen, 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 tippen. Ja, Sascha, wir wissen. Tut uns leid, wir versuchen unser Bestes, es ordentlich hier aufrecht zu erhalten. Ist halt etwas problematisch, ihr wisst, Technik und Wärme verträgt sich nicht so besonders. Oh, ich höre Herrn Prante. Ja, yeah, Prante, einmal zur Media bitte. Brauchst dich gar nicht zu verstecken. Was? Prante! Wo willst du schon wieder rum, Ubi? Prante! Komm, du! Basti! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Das scheu ich mir mal bitte hoch! Oh, wir müssen jetzt echt mal probieren, Herrn Prante hier auf den Turm zu kriegen.